Hallo und herzlich willkommen zurück zum Vulvo-Projekt. Ich war jetzt gerade wieder minen, habe 15 Diamanten gefunden, mehr als ein Stack Eisenerz und noch ein bisschen mehr Cobblestone. Und ja, es läuft gut, die Spitzhacke ist aber jetzt kaputt. Das habe ich jetzt schon gemeint im Twilight Forest seit der, ja, fünften oder so Folge. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Können wir gleich mal kurz noch das Haus anschauen. Und zwar habe ich jetzt hier auch schon mal die Decke angefangen mit dem Holz, Grünherzholz zu machen. Und der Boden ist fertig. So. Aber da können wir eigentlich gleich noch ein anderes Projekt anfangen, nämlich die Farm. Da habe ich gedacht, ich kann am Fluss mehrere Häuser machen, die für die Unterkünfte sind. Also ein kleines Dorf, sagen wir mal. Und dafür brauchen wir bestimmtes Holz. Also ich möchte gerne noch andere Farben haben. Eines wird wahrscheinlich sicher mal Holz für die von den Kirschhölzern sein, das wir jetzt hier in der Mine gemacht haben, also vor der Mine jetzt hier gemacht haben. Aber da wir sie nicht nutzen, müssen wir jetzt gerade momentan hier so ist nichts haben. Werden wahrscheinlich das auch nie so nutzen können. Also nutzen, dass es einfach eine Mine ist. So, ja, dann machen wir noch mehr Kohle. Zu Blöcken. Kohleblöcken. Weil die Kiste ist schon völlig voll. Da muss ich noch ein paar Sachen in Ruhe raustun. Wolle brauchen wir nicht, die Bücher brauchen wir nicht. Die können in die Kiste hier. Alles, was mit Buch, mit Wolle zu tun hat, dort rein. So, und hier ist ja auch schon voller Cobblestone. Das ist auch nicht so toll, dass alles voll ist, aber hier haben wir auch schon alles voll. Es sammelt sich mega. Ja, da haben wir die hin. Und die gehört da, die Rüstung. So, also als erstes müssen wir reparieren. Schauen wir mal, wie viel wir brauchen. 4 Level und scheinbar ein Diamant. Nö. 3 Diamanten? Sogar 4 Diamanten? Ich lasse es mal bei 3 Diamanten. Ja, es lohnt sich jetzt eigentlich null, es zu reparieren, aber das Verzaubern ist ja auch noch da. Und wir haben noch 30 Level. Wir könnten noch etwas verzaubern. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, was. Ich lasse es mal. Ich bräuchte halt einen Bogen. Ich möchte jetzt noch nicht die Rüstung machen. Also, wir werden mal kurz einen Bogen machen. Nochmals. Da wir nicht mehr Level haben, können wir das nicht. Zwei verzaubern. Und schauen mal, was diesmal für ein Bogen rauskommt. Haben wir eigentlich hier die Bögen reingetan? Das ist ein gefundener Bogen. Also der können wir dann zusammen machen, craften. Der ist ja eigentlich toll. Ja. Wenn man Lapis Lazuli braucht, nerv ich mich immer wieder. Stärke und Flamme, ich brauche doch unbedingt Unendlichkeit. Typisch. Da haben wir auch noch einen Verzauberten. Ist eigentlich fast der gleiche. Ja, Haltbarkeit. Flamme brauche ich nicht. Oder ja, doch eigentlich schon, aber ich möchte ja auch Endermänner töten können. Die hauen sofort ab, glaube ich. Die werden dann nicht getroffen. Bekommen, glaube ich, nur Feuerschaden. Irgendwie so etwas. Genau weiß ich das natürlich aus nicht so Minecraft-Spiel nicht. Ich habe eigentlich alles immer mit Kollegen
oder in Aufnahmen oder Livestreams gespielt. So richtig alleine habe ich natürlich nur gegrindet. Also eigentlich gar nicht so herausgefunden, wie es geht. Das ist alles, ja, weil ich es halt will zeigen oder dabei sein will. So, also dass jemand dabei ist, sozusagen natürlich. Also, wir wollen hier, mal hier oben, eine Farm bauen. Können wir ungefähr hier überall Häuser bauen. Ich weiß nicht, ob es hier gut geht. Ich würde mal sagen, hier und hier. Und dann so Brücken rüber machen. Und hier die Farm. Vielleicht sogar hier sagen. Und hier die Farm. Ja, ich denke schon. Dann gehen wir mal kurz einfach hier gerade nach oben und erkunden noch das Rest. Die Bäume sehen so schön aus. Ja, wunderbar. Also, hier müsste alles weggehen. Geht ja relativ schnell. Gute Spitz, Axt. Wir nehmen noch bei den Spitzhacken. Die werde ich dann irgendwo in die Farm rein, ja, bei den Häusern hin tun. Ja. Ich sehe jetzt gerade kein Holz, das anders ist. Okay, dann rennen wir mal. Wir haben ja genug Essen. Wir haben sicher zwei Stacks. Ding noch, Steaks noch. Ja, ich habe gesehen, so langsam schauen halt nicht mehr so die Zufallsleute rein. Also es kann sein, dass in nächster Zeit halt nicht mehr so viele neue kommen auf meinen Kanal. Ich habe ein Projekt, ich lasse es mal bei einem Projekt. Aber es kommen noch Videos von Path of Exile. Ich kann euch einfach sagen, heute Abend, der Freitag, der, kann ich das kurz schauen, was für heute für ein Tag ist? Der 15. Januar erscheint die neue Season bei Path of Exile. Ich werde also sehr viel Path of Exile spielen müssen, so ein Minecraft Farm. Also eben, wir brauchen eigentlich immer nur Holz zu fällen. Das ist eigentlich in einer Viertelstunde gemacht. Zwischen den Auf also dass ich inzwischen der Aufnahme Holz fälle und ihr immer wieder seht, wie ich das Holz einfach besorgt habe. Genau. Dass ihr das jetzt auch nicht unbedingt auch mitschauen müsst. Weil solche Sachen sind mir sogar zu langweilig. Und ich schaue wirklich Livestreams stundenlange Minecraft. Birnen haben wir, glaube ich. Ja, ich werde es mir mal merken und nachschauen dann. Dass jetzt einfach mal kurz ein bisschen vorproduziert wird und dann jeden Tag einfach eine Folge kommt, bis die Season bei Path of Exile jetzt nicht mehr so extremst. Ja, Zeitfrist. Weil ich will dieses Mal wirklich die Season weit schaffen. Ich bin so ein Laie in Path of Exile. Viele Solo self-found, weil ich einfach keinen Bock habe, mit anderen Spielen zu handeln. Vor allem Fremde nicht. Oh, Grapefruit. Ich dachte, es sei Orange und Orange haben wir schon. Aber Grapefruit. Da wir zwei haben, pflanzen wir hier gleich wieder eine an, damit er wieder wächst, wenn wir in der Nähe bauen. Oder einfach in der Nähe mehrmals sind. Die blaue Blutroute. Hier haben wir noch ein Efeu. Weiß nicht, wie einfach Kletterpflanze. Weil das sind ja Blumen sozusagen. Und ich weiß nicht, wie die heißen im Real Life. Todesrassel. Für andere Let's Player, die würden schon lange sagen, es lohnt sich nicht, jetzt weiterzumachen und so. Ich bin ja auch immer wieder ein bisschen so gewesen, weil ich dachte, ja, jetzt muss ich auf mich andere konzentrieren, Projekte konzentrieren, damit ich ein bisschen noch wachse. Aber mir ist es völlig egal,
Ja, YouTube-Channel kann immer noch bei 736 Abonnenten sein, bleiben. Wenn die Leute das nicht schauen wollen, dann sollen sie es nicht schauen. Fertig. Und für die Leute, die das wirklich schauen wollen, besten Dank natürlich. Ich bin eben kein Werbe-YouTuber. Ich werde wahrscheinlich nie groß wachsen. Deshalb bin ich für jeden Aufruf natürlich besonders dankbar. Aber ist nicht so mega nötig, wie andere es nötig finden, die auf Werbung angewiesen sind. Die müssen wachsen. Oder? Für mich ist es wichtig, dass ich Spaß habe. Wenn ihr keinen Spaß habt, dann müsst ihr nicht schauen. So, da haben wir einen besonderen Baum, der Emperor, japanesische Emperor-Baum. Ich weiß jetzt nicht, der bringt nämlich nur Eiche. Wieso droppen die? Okay. Pflanzen. Also Setzlinge haben wir. Das wäre doch etwas für ein Dorf. In einem Dorf diese Emperor-Bäume. Oder in einer Stadt dann. Die erste Stadt, die wir machen. Wahrscheinlich so eine Holzstadt. Ja, so eine Hafenstadt. Also, Projekte habe ich natürlich nicht die Zeit. Also, da müssen wir mal live streamen können. Aber ich habe so schlechtes Internet, dass es entweder nicht sendet, nicht ankommt. Es ist eigentlich das. Das ist so milchig. Ah, das ist einfach das Wasser vom Texturepack gewesen. Genau. Ja, hier sieht man überall noch die Farbe des Texturepacks. Man so denkt, ja, die Map sieht nicht so schön aus, immer so braun, grün. Ja, ist schon gut, dass wir Vanilla jetzt verwenden, weil es hat schon Anzeigebugs. Ah ja, die Nachtsicht wollte ich wegmachen, jetzt fällt mir es ein. Hier ist es aber schön mit Bäumen. Das ist wahrscheinlich wieder ein Kirschbaum, der Rosa. Aber der Baum, der interessiert mich. Aber wir gehen gleich dann wieder zurück. Ich will ja nicht die ganze Folge noch das machen müssen. Orangeberry haben wir noch nicht. Sehr schön. Und immer einen da lassen, dass ihr seht, ja, dort hatten wir diese Bären gefunden. Also Knochenmehl drauf. Nur ich habe in diesem Projekt noch zu wenig Knochenmehl. Da müssen wir irgendwie ein Skelett bauen oder eine Farm bauen. Ja, gut. Eben die Mistkraftwelten müssen halt noch gut sein. Das ist der Anfang. Ah, der Baum wollte ich kurz schauen, was das für Blätter sind. Blauer. Ich möchte den gar nicht mitnehmen aus dieser Welt. Nur wirklich die Hölzer, die einzigartig sind. Haselnuss, das muss ich aber mitnehmen. Auch wenn es ein Riesenbaum ist. Haselnüsse, es gibt so stimmige Wälder dann, also den Wäldern. Das ist so stimmig aus. Ihr kennt das sicher, so Waldränder mit ganz viel Haselnusssträucher. Das sieht so geil aus im Relief. Und der Baum sah mir eigentlich auch gut aus. Natürlich die Qualität der Bäume jetzt nicht so toll, also die Details nicht so. Pflaumen. Pflaumen. Oh, das ist ein Baum, den muss ich unbedingt ein bisschen züchten. Vermehren. Pflaumen. Bin halt so einer, der Pflaumen kennt aus dem Garten. Also das Bauernhöfe oder so, nimm so große Garten, also immer gro ja, teilweise. Sage ich mal, die Obstbäume hatten. Und wir hatten Pflaumen und Zwetschgen. Und das sah immer so geil aus. Es erinnert mich schon sehr an Mittelalter oder so. Europäische Lärchenblätter. Nehmen wir den wieder raus. Die anderen Sachen. Ja, nehmen wir die Bäume auch raus. So. Das ist doch ein Baum, den mich. Ding. Rosarot. Lärchen sind rosarot. Die Lärchen sind die, die Blätter verlieren. Also die Nadel verlieren im Winter.
Und die sind eigentlich nicht rosarot, sondern so hellgelb, glaube ich. Aber habt ihr schon mal die Innenseite der Leichen gesehen irgendwo? Weil die kennt man eigentlich aus den Alpen und dort hat man die Holzfällereien gesehen, was die drinnen sind. Ja, das so richtig intensiv orange ist, nehme ich die mit. Ja, dann kann ich die auch mitnehmen. Wir haben ja einen tollen Rucksack. Nehmen wir die auch mit. So, hier ist es besonders schön. Also wenn man hier jetzt zum Beispiel die Stadt baut, dann wird sie sehr interessant. Die nehme ich auch mit. Wir haben genug Inventarplätze. So Sachen und so, da weiß ich jetzt noch nicht so, wie man die schön hinstellt, dann in einem Garten oder so, also. Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Muss irgendwie die Schere in den Rucksack reinpacken, aber irgendwie habe ich die da nicht mehr im Rucksack. Nach einiger Zeit. Die einfach rausgenommen. Also jetzt einfach mal die Schere immer hier rein tun. Mal schauen, ob wir die nach einiger Zeit nochmals haben im nächsten Part oder so. Ja. Okay, dann nochmals eine Markierung. Stadt. 1. Und ja, ein Rot. Aber wir machen die aus. Was können wir noch ausmachen? Der Sumpf. Und das können wir auch ausmachen. So. Shepherd Lauriel. Wieso nicht? Drago. Pflanzen besorgen. Das dekorieren. Ach ja. Also dann gehen wir jetzt zurück und nehmen noch eine Milch zu uns. Weil das könnte ein Bug sein von Mistcraft. Dass in einer Welt einfach Nachtsicht ist bei uns und die bleibt. Die Nachtsicht. Eine Wüstenblume. Ja, leider haben wir hier wirklich gar keinen Baum, neuer Baum. Die sind ja so selten, dass sie wirklich nicht überall anzutreffen sind. Also wenn man jetzt mehrere Biome macht, da hat man wahrscheinlich noch ziemlich wenig neue Hölzer. Gut, also, wir müssen zurück. Nein, nicht farmen. Lager. So, einen leeren Eimer. Haben wir hier noch einen leeren Eimer? Wir haben einen vollen Eimer mit Molten Night Metal. Ja. Wir müssen ein bisschen Eisen ausgeben. So, zu den Kühen laufen und kurz die Milch trinken. Ja, dann haben wir da sogar noch ein bisschen Zeit. Also, wir haben Nachtsicht. Wir haben ständig Nachtsicht. Dann kann ich gleich mal noch kurz den Command nachschauen. Minecraft Effekte entfernen. Oh man. Ja, Cookies zustimmen. Ich weiß nicht, wie der Comment heißt. If, Effekt. Also Effekt, Dragon. Basler, nicht Vision. Ich hoffe, das schreibt man so, also groß vielleicht, also klein vielleicht. Ja. Steht das jetzt hier so? Nickt Vision 0. Minecraft Effekt
Idee. Wo ist Night Vision? Eine große Liste mit allen Effekten. Effekten, die ich gar nicht so denke war. Also Hunger ist zum Beispiel auch ein Effekt. Ja, da unten sind die Effekte. Nicht Vision. Wo ist Nicht Vision? Ah, Bindestrich, okay. Ja, ja. Oder Unterstrich. So, Nachtsicht wurde entfernt. Es ist immer noch da. Was gibt mir Nacht? Was gibt mir Nachtsicht? Man kann Nachtsicht nicht entfernen. Mann, ich will gerne wieder normal sehen können. Ich will Schatten auch sehen. Ja, gut. So Mist. Das war doch Mistcraft, dass wir in die Welt kamen. Vorher hatten wir. Ja, hatten wir keine Nachtding. Wischen. Sieht halt immer so komisch aus. Ich weiß es nicht. Kann es leider nicht sagen. Aki. Ja gut. Spielen wir halt mit Night Vision momentan noch. Kann es leider nicht entfernen. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zusehen. Euer Drago Basler. Tschüss.